Wir haben viele Veränderungen. Also das heißt, zum einen ist natürlich die Frage, wie ändert sich unser Portfolio, wie ändern sich unsere Technologien. So beschäftigen wir heute schon über 17.500 Software-Ingenieure. Das weiß auch nicht jeder. Wir machen einen Großteil unseres Umsatzes, 3,7 Milliarden bereits jetzt mit Software-Themen. Das ist also ein Thema. Das andere Thema ist, wie bilden wir unsere Leute aus und wie bilden wir unsere Leute weiter? Also das heißt zum Beispiel, heute wissen wir schon, Digitalisierung wird einen massiven Impact auf das haben, wie sich Berufsbilder verändern. Und dementsprechend sind wir heute schon ganz systematisch dabei, uns zu überlegen, wie sehen unsere Berufsbilder aus, also zum Beispiel die Aufgabe eines Mechatronikers heute in der Zukunft. Und dann ändern wir heute schon die Kompetenzen und die Lernfelder, die die Personen lernen und auch natürlich diejenigen, die schon in Berufen sind. Also zum Beispiel, wo sie mit einem 3D-Printer umgehen. Das ist ja was, was wir vor 10 Jahren noch nicht hatten. Und last but not least, das ist natürlich eine langfristige strategische Personalplanung auch. Wo wollen wir hin? Wie verändern sich diese Dinge? Und natürlich auch im Alltag, Arbeiten 4.0 als Stichpunkt, das leben wir schon.